Ich möchte nochmal das Thema Beziehung aufgreifen, das wollte ich mal. Und war schon befremdlich, war also die, also ich bin immer noch ganz. Ja, ich gehe trotzdem noch auf das Thema ein und erzähle mal gleich so die eine oder andere Geschichte aus meinem Leben zum Thema Beziehung. Machen wir Männlichkeit und rasierte Beine. Man kann sicherlich über alles reden. Das A und O einer funktionierenden Beziehung ist es, miteinander zu reden, sich die Meinung und auch die Wünsche des Partners anzuhören und auch darauf einzugehen. Und grundsätzlich bin ich ein kompromissbereiter Mensch. Außerdem möchte ich ja, dass es meiner Frau gut geht und sie glücklich ist. Ich möchte mal behaupten, dass das bislang auch ziemlich gut hingehauen hat. Bislang. Seit einiger Zeit hegt meine Frau nun wiederholt doch tatsächlich den Wunsch, ich solle mir die Beine rasieren. Anfänglich konnte ich diesem Übel nach auf männertypische Art und Weise, sprich durch stoisches Ignorieren, aus dem Wege gehen. Inzwischen nutzt meine Liebste aber jede Gelegenheit, um jegliches Gespräch auf das Thema Beinrasur zu bringen. Sogar kleine Fallen stellt sie mir, indem sie versucht, mit mir zu wetten. Und sollte ich eine Wette verlieren, verliere ich auch mein Bein haben. Ja, wo kommen wir denn da bitte schön hin? Als Mann die Beine zu rasieren, das ist ja so ähnlich wie Schnipp, Schnapp, Eier ab, Kastration, weg mit der Männlichkeit. Sowas kommt bei aller Liebe gar nicht in die Tüte. Zumal ich meine Frau noch nicht mal zum Friseur gehen lässt. Tatsache, um mir endlich eine gescheite Frisur zu verpassen. Das darf ich nämlich nicht. Sie mag es, mit meinem Pferdeschwanz zu spielen. Meine Standhaftigkeit führt zwar zu schier endlosen Diskussionen, erspart mir allerdings auch den Folgedisput, der so sicher wie das Amen in der Kirche wäre. Denn würde ich nach der Rasur der Beine dann die Stoppel nachwachsen, und anfangen zu pieksen, wäre meine Frau ganz gewiss ebenso unzufrieden. Du stachelst, bekomme ich nämlich jetzt schon öfters zu hören. Ich rasiere andere explizite Stellen. Für mich waren harte Beine schon immer ein Zeichen von Männlichkeit. Und so werde ich mich auch weiterhin beharrlich gegen den Wunsch von der Frau sträuben. Und auch mein Ego nickt zufrieden zustimmend mit dem Kopf. Es kommt selten vor, dass wir uns einig sind.